Ich will streiten über das Verhältnis von Antisemitismuskritik und Rassismuskritik. Ich will streiten darüber, welche Schwerpunkte wir setzen müssen. Und ich will streiten darum, dass beides seinen Platz hat, auch wenn es ganz unterschiedliche Phänomene sind. Im neuen Jahr müssen wir uns vor allem mit Zumutungen auseinandersetzen. Zumutungen, denen wir uns einfach stellen in unserer Gesellschaft, im alltäglichen Zusammensein, in einer diversen, multireligiösen, multiweltanschaulichen Gesellschaft. Ich denke, dass wir im kommenden Jahr an der Akademie über die Begriffe Freiheit und Verantwortung streiten müssen. Das sind Begriffe, die sind für den Protestantismus von zentraler Bedeutung, aber eben auch für das Nachdenken über Ordnung in der Wirtschaft und für Ethik in der Wirtschaft. Dringend anzugehen wären die Situation von Kindern und Jugendlichen, die Folgen einer pandemischen Situation, die Arbeitsbedingungen der Pflege, das Gesundheitssystem. Wir müssen zusehen, dass die extreme Rechte nicht stärker wird. Und wir müssen gucken, an welchen Stellen wir es schaffen, über allem Individualismus auch so etwas wie gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft im neuen Jahr die neue Koalition und die Politik kritisch begleitet, vor allen Dingen zu den existenziellen Fragen wie Klimaschutz und Rassismuskritik und auch politischen Druck hörbar macht und auf die Straße bringt. Etwas mehr Liebe und Freundlichkeit unter uns Menschen hier in dieser Stadt, im Land, in ganz Europa und an den Grenzen Europas vor allen Dingen. Mein Weihnachtswunsch: Europa lässt keine Menschen mehr erfrieren oder ertrinken. Für 2022 wünsche ich mir, dass es wieder möglich ist, sich persönlich zu begegnen. Und ich würde mir viele kleine persönliche Begegnungen wünschen. Ich wünsche mir diesen Advent und für dieses Weihnachten ganz viel Hoffnung. Und damit meine ich nicht Optimismus, sondern Entschlossenheit, das Unmögliche zu wagen. Ich wünsche mir, dass wir diese Pandemie in großer Solidarität miteinander angehen. Das war anfangs mal so, dass wir dahin zurückkommen, vor allem aber auch in großer globaler Solidarität.